Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 69, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2017 und 2018 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften. Es ist die Drucksache 5060 zu 5008 zu 4825 aus 19. Herr Bauer ist der Berichterstatter. Wir bitten um Berichterstattung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Berichterstattung aus dem Innenausschuss. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit Stimmen der Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD und bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/5024 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Bauer, für die Berichterstattung. Mir liegen keine Wortmeldungen vor, also können wir auch hier. Nein, es kommt eine Wortmeldung. Ach, ein bisschen schneller hätte ich sein müssen. Ne? Danke, Günther. Für die SPD-Fraktion, Herr Rudolph. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn ich vorher gewusst hätte, dass die Lobhudelei von CDU und Grünen unterbleibt, hätte ich die Wortmeldung weggelassen. Kein Thema. Aber das kann ja dann noch kommen. Ja, wir haben heute die dritte Lesung. Für die Beamtinnen und Beamten soll es mehr Geld geben. Sie sollen endlich wieder an der angemessenen Einkommensentwicklung teilhaben. Dies ist nicht zu kritisieren. Unser Änderungsantrag, das Tarifergebnis 1:1, so wie es übrigens vorher angekündigt war, von dieser Koalition zu übernehmen und damit die Besoldungserhöhung um 2% auf den 1. März dieses Jahres vorzuziehen, wurde abgelehnt. Das ist bedauerlich, weil der Einkommensrückstand zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten eben nicht aufgehoben wurde an dieser Stelle. Aber da haben sich CDU und Grüne beratungsresistent gezeigt, wenigstens an der Stelle konsequent, wenn es auch falsch ist, meine Damen und Herren. Zweitens. Vielleicht hat es auch der Letzte bei den, es waren eher die Grünen, glaube ich, mitgekriegt, dass wenn jemand Geld aus der Rücklage zur Finanzierung von Mehrausgaben macht, dass es keinen Unterschied gibt, ob es die Rücklage, wenn der Antrag da von der CDU oder der SPD kommt, sondern es ist genauso seriöse Finanzierung wie bei anderen. Das kann man dann politisch anders sehen. Aber wie gesagt, das ist dann eher das Problem der Grünen, die ja ohnehin jetzt nicht zu den Freunden der Beamtenschaft wohl zählen. Aber das hat sich mittlerweile auch überall herumgesprochen. Und das Dritte, wir werden ja dann sehen, wenn es in die nächsten Jahre gilt, die Besoldungserhöhung gilt dann für 2017, 2018. Da wird man genau hingucken, Herr Heinz, was Sie, wenn wir gemeinsam dann vor Beamtenbund, Verdi, Polizeigewerkschaft dann auftreten, Wahlprüfscheine, ob Sie denen dann auch wieder sagen, es gibt immer Besoldungserhöhungen, Sie machen Nullrunden und Besoldungsdiktate, weil das haben Sie ja vor der letzten Wahl genauso gemacht. Übrigens, Herr Al-Wazir hat auch nie eine Nullrunde angekündigt, die berühmte CD dazu gibt es ja. Deswegen, meine Damen und Herren, das ist jetzt kein Ja, wissen Sie, Herr Frömmrich, Sie haben bei dem Thema Beamtenrecht besondere Kompetenz, das wissen wir ja. Meine Damen und Herren, deswegen ist es keine großartige Leistung von CDU und Grüne, sondern ich finde, auch die Beamtenschaft des Landes Hessen hat Anrecht, angemessen besoldet zu werden. Auch sie müssen an den allgemeinen Einkommensentwicklungen teilnehmen. Und ich will mal sagen, weil das auch gelegentlich öffentlich auch anders dargestellt wird, die Masse der 90.000 Beamtinnen und Beamten ist eben nicht im höheren Dienst Besoldungsgruppen A15, A16 oder gar in der Ministerialbürokratie hier in Wiesbaden mit B3 und B6, sondern wir haben im Bereich der Justiz, der Finanzverwaltung auch viele Beamtinnen und Beamten im mittleren Dienst. Und da merkt man schon, ob es 20 oder 30 Euro mehr sind. Und deswegen, meine Damen und Herren, ja, es ist ein Ansatz, das Besoldungsdiktat ist weg. Und deswegen werden wir uns auch in der Schlussabstimmung, weil wir der Meinung sind, den Beamten steht das zu, aber nicht konsequent, das Tarifergebnis übertragen wird, der Stimme enthalten. Vielen Dank. Danke schön, Herr Rudolph. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Heinz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute ist dann endlich ein guter Tag für die Beamtinnen und Beamten in Hessen. Die Besoldungserhöhung kann kommen. Es wird eine Zustimmung der Koalition geben zu den 2% ab übermorgen, dem 1.7., dann weitere 2,2% ab 1. Februar 2018. Die Freifahrtberechtigung kommt noch dazu. Das haben wir durch den Änderungsantrag nochmals klargestellt und herausgearbeitet. Die gibt es zusätzlich zu diesen beiden kräftigen Besoldungssteigerungen. Für uns gilt,
Der Haushalt lässt es zu. Die Beamtinnen und Beamten haben es verdient. Alimentationsprinzip hat Verfassungsrang. Schuldenbremse hat Verfassungsrang. Beides können wir in guten Einklang bringen, indem die inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses erfolgt, zuzüglich der Freifahrtberechtigung. Es gibt Planungssicherheit für den Finanzminister, aber auch für die Beamtinnen und Beamten für dieses Jahr, für nächstes Jahr. Für uns gilt auch, dass Artikel 33 des Grundgesetzes die hergebrachten Grundsätze des Beamtentums einen ganz hohen Stellenwert haben. Das haben wir mit eingezogen und berücksichtigt. Wir würden uns freuen, wenn auch die Kollegen von SPD und LINKEN endlich einmal ihre Angriffe auf die Gesundheitsversorgung der Beamten einstellen würden und sie nicht mehr in diese Zwangskasse überführen wollen. Und so wie wir auch am Bild des Beamten als das ist nicht absurd, das steht in Ihrem Wahlprogramm, aber das kennen wir wahrscheinlich besser als Sie. Das Beamtentum hat für uns so einen hohen Stellenwert, das ist verfassungsrechtlich abgesichert. Wir halten daran fest. Daran messen wir auch die Gesetzentwürfe zur Besoldung, die wir Ihnen hier vorlegen. Heute ist ein besonders guter Gesetzentwurf, den wir in dritter Lesung verabschieden können. Ich werbe nochmals um breite Zustimmung. Die Beamtinnen und Beamten im Lande Hessen haben es verdient. Herzlichen Dank. Danke, Herr Heinz. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Blechschmidt das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, alle Jahre wieder. Ich glaube, ab heute bin ich endgültig zurück im Landtag. Ich habe in der letzten Legislaturperiode fünfmal zum Thema reden können. Ich hätte mir vorstellen können, dass natürlich eine dritte Lesung auch einen Wortbeitrag erfordert. Ich will auch hier für die FDP kurz begründen, warum wir hier zustimmen werden. Was mich besonders freut, weil die Beamten sollen ja nicht die Leidtragenden sein. Wir hätten uns gewünscht in diesen Jahren, haben das auch mitgetragen von der SPD, zumal ein Deckungsvorschlag ja vorliegt, dass wir dieses Jahr eben dem Antrag der SPD folgen, der auch eine gewisse Konsequenz in der letzten Legislaturperiode immer hatte, auch wie die dritte Lesung. Wir haben uns das wohl überlegt. Wir sind an der Sache orientiert und werden hier in dritter Lesung jetzt zustimmen, damit endlich das kommen kann, was kommen muss, nämlich auch die Anerkennung der Arbeit der Beamten. Und freue mich auf die Diskussion im nächsten Jahr. Danke schön. Danke, Herr Blechschmidt. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Frömmrich zu Wort gemeldet. Nehme ich zumindest an. Hier steht Attac-Linken-Antrag als Tagesordnungspunkt. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat ist es heute ein Tag der Freude, dass wir das Gesetz zur Beamtenbesoldung hier heute beschließen können. 90.000 Beamtinnen und Beamte, die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger dieses Landes profitieren von diesem Gesetzentwurf. Und ich finde, das ist ein Tag, an dem man sich wirklich freuen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. 2% wird es in 2017 geben, in 2018 2,2%. Und ich will doch noch einmal kurz auf einen Einwand des Kollegen Rudolph eingehen, weil das mich schon reizt, Herr Kollege Rudolph. Gerade die Frage der unteren Besoldungsgruppen, die Sie ja angesprochen haben, zu Recht ist es ein Thema, über das wir diskutieren müssen, weil wir haben in der Tat noch rund 2.000 Menschen bei uns beschäftigt im Lande Hessen, die in den Besoldungsgruppen A6, A7 beschäftigt sind. Für die ist die Frage von Besoldungserhöhung von ganz besonderer Bedeutung. Deswegen haben wir ja gerade, Herr Kollege Rudolph, einen Festbetrag in der Besoldung verankert. 75 Euro Festbetrag. Das sind nicht 2% wie für die anderen Beamtinnen und Beamten im Jahr 2017, sondern die 2% sind für jemanden in der Besoldung A7, Stufe 1, ein Mehr von 3,46%. Und ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen, Herr Kollege Rudolph. Ich will das auch noch einmal für die Beschäftigten in der A10, das ist in der Regel unser Polizeibeamter in Hessen, sagen. In der Stufe 2 sind die 75 Euro nicht 2% Erhöhung, sondern es sind 2,82% Erhöhung. Und deswegen können Sie an diesem Punkt sehr genau sehen, dass das, was wir Ihnen vorlegen, nicht nur in der Übernahme, was den Tarifabschluss angeht, sondern auch gerade im Denken für die unteren Besoldungsgruppen ein besonderer Schritt nach vorne ist. Darüber freuen wir uns, und deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir das heute hier verabschieden können, meine Damen und Herren.
Ich will da auch noch einmal sagen, das geht hier ja nicht um mal gerade ein paar Peanuts, die wir hier heute verteilen, sondern dieser Tarifabschluss, also das, was die Beamtinnen und Beamten angeht und die Versorgungsempfänger, hat ein Volumen von rund 320 Millionen €. Das ist schon einmal ein Riesenschluck aus der Pulle, meine Damen und Herren. Wir gönnen es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir gönnen es den Beamten. Aber das war auch nur möglich, weil die Anstrengungen der letzten Jahre, was die Frage der Haushaltskonsolidierung gegriffen haben, weil wir eine gute Entwicklung haben, was den Bereich der Steuereinnahmen angeht. Und deswegen ist es auch richtig, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem mehr beteiligt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein weiterer Punkt, auf den ich noch eingehen will, ist die Freifahrtsberechtigung, weil das wird hier immer so ein bisschen weggenuschelt. Freifahrtsberechtigung heißt, dass wir für unsere Tarifbeschäftigten, das haben wir mit den Gewerkschaften vereinbart, aber jetzt auch für die Beamtinnen und Beamten eine Freifahrtsberechtigung für den öffentlichen Personennahverkehr vereinbart haben. Das heißt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause umsonst den ÖPNV benutzen können, sondern am Wochenende mit der Familie, am Abend mit den Kindern. Und das ist ein besonderer Schritt, das ist eine besondere Leistung. Und deswegen sind wir froh, dass wir auch diesen Punkt hier umsetzen können. Ich will auch da noch einmal sagen, was das bedeutet für einen Beschäftigten in der A7, der zurzeit Pendler ist, der in der Stufe 1 ist, der 2.162 € im Grundgehalt hat, der von Fritzlar nach Kassel zum Hauptbahnhof jeden Tag pendelt, der bisher seine Fahrkarte selber bezahlen muss, spart durch diese Freifahrberechtigung 1.580 €. Und ich finde, Herr Kollege Rudolph, sollten Sie doch einmal darüber nachdenken, was Sie hier zu den unteren Besoldungsgruppen gesagt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber auch in der A10 will ich das noch einmal hinterlegen. Stufe 2, 2.652 €. Wenn jemand von Fulda nach Frankfurt einpendelt, und da haben wir sehr viele Leute, gerade in der Steuerverwaltung zum Beispiel, dann ist der Vorteil, den er hat, der liegt bei 2.650 €. Den müsste er heute bezahlen für eine Jahreskarte mit dem ÖPNV. Also, Sie sehen, wir denken hier auch das mit, was im Tagesordnungspunkt vorher von der Umweltministerin vorgetragen worden ist. Das ist ein Beitrag zum Klimaschutz, weil wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie können, öffentliche Personennahverkehrsmittel benutzen. Aber wir wollen sie auch entlasten. Deswegen ist es rundum ein gutes Paket. Und es freut mich, dass wir das heute beschließen können. Herzlichen Dank. Danke, Herr Frömmrich. Für DIE LINKEN hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir freuen uns auch, dass nach einem Jahr Nullrunde und einem Jahr 1% Magererhöhung nunmehr die Beamtinnen und Beamten in Hessen mehr Besoldung erhalten und dass zumindest was die Prozentsätze angeht, dies auch dem entspricht, was in den Tarifverhandlungen abgeschlossen wurde. Was uns allerdings nicht freut, meine Damen und Herren, ist, dass die Koalitionsfraktionen nicht bereit waren, eine zeitgleiche Übertragung des Tarifvertrages 1:1 vorzunehmen und auch den Änderungsantrag, die Besoldung in diesem Jahr bereits ab dem 1. März und nicht erst ab dem 1. Juli zu erhöhen, nicht zugestimmt haben. Wir freuen uns, dass die Anwärterbezüge entsprechend erhöht werden. Ich will das ausdrücklich auch sagen. Wir freuen uns auch, dass es mit den Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen zum TVH gelungen ist, erstmals eine Freifahrtregelung durchzuführen, einzuführen, die jetzt auch in die Beamtenbesoldungsregelung übernommen wird und den handwerklichen Fehler, der im Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion vorgenommen wurde, im Hinblick auf die Unsicherheiten, was die steuerrechtliche Betrachtung dieses Geldwertenvorteils angeht, nunmehr eindeutig ausgeräumt ist. Allerdings will ich an dieser Stelle auch sagen, meine Damen und Herren, Sie haben mit dieser Regelung im Beamtenbereich natürlich auch Erwartungen geweckt im gesamten Bereich des öffentlichen Dienstes und darüber hinaus
auch in privaten Betrieben, die bisher natürlich zu anderen Konditionen in ihren Beschäftigten ein Jobticket anbieten konnten. Was dies in Zukunft bedeutet, werden wir sehen. Wir denken, die Stärkung des ÖPNV ist aber ein wichtiger und richtiger Schritt, und der ist auch in jedem Fall zu begrüßen. Was wir nicht begrüßen, ist, dass Sie, nachdem die Arbeitszeit auf 42 Stunden im Jahre 2004 hochgesetzt wurde, nunmehr nur einen kleinen Schritt dieser Arbeitszeiterhöhung zurücknehmen, auf 41 Stunden gehen. Das ist eben keine 40-Stunden-Woche, und das entspricht auch nicht den Forderungen, die z.B. die Gewerkschaft der Polizei im Hinblick auf die Belastung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Schichtdienst auf 38,5 Wochenstunden zurückzugehen entspricht. Also die Wertschätzung der Polizei, Herr Bauer, die ja immer hier betont wird, ist sozusagen in dieser Regelung nicht in besonderem Maße berücksichtigt. So. Auch nach der Wahl, meine Damen und Herren, auch nach der nächsten Landtagswahl werden wir als LINKE darauf achten, dass nach wie vor eine Übertragung, und zwar eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses vorgenommen wird. Und ich sage das ausdrücklich auch an dieser Stelle, weil es gehört auch hier zu diesem Thema dazu. Wir treten nach wie vor eindrücklich dafür ein, dass das Land Hessen in die Tarifgemeinschaft der Länder zurückkehrt. Vielen Dank. Danke, Herr Schaus. Für die Landesregierung erteile ich dem Innenminister, Herr Staatsminister Beuth, das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich sehr herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen des Hessischen Landtags bedanken dafür, dass sie in gerade mal zwei Monaten mit dafür gesorgt haben, dass wir ein Gesetzgebungsverfahren durchführen konnten, was am Ende dazu führt, dass wir für unsere hessischen Beamtinnen und Beamten und Versorgungsempfänger eine ordentliche und angemessene Erhöhung der Besoldung erreichen können. Ich bin Ihnen allen dafür sehr dankbar, weil das ist nämlich immer mit viel Arbeit verbunden. Und deswegen Dankeschön. Meine Damen, wir haben ein ordentliches und angemessenes Ergebnis erreicht bei den Tarifverhandlungen, die wir nunmehr übertragen. In der Tat nicht ganz zeitgleich, aber inhaltsgleich. Ab dem 1. Juni werden sich die Bezüge der Beamtinnen und Beamten und der Richterinnen und Richter in Hessen um 2 % mindestens um 75 €. Ich verweise auf die 75 € deswegen, weil dort die Sozialkomponente mit verankert ist. Und wir werden für das nächste Jahr ab dem 1. Februar 2018 weiterhin 2,2 % den Tarif bzw. die Besoldung erhöhen. Ich finde, das ist ein gutes Ergebnis. Ich freue mich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lande. Lassen Sie mich, da die Debatte über die Besoldung ja nun gerade mal 48 Stunden her ist, nur einen Punkt noch einmal herausgreifen, der mir schon wichtig ist. Bei der Debatte am Dienstag ging es um die Frage, dass es bei uns Tarife gäbe, die nicht mit dem Existenzminimum übereinstimmen. Und da will ich Ihnen zu dieser Frage ganz kurz etwas vortragen. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat vor wenigen Wochen die Besoldung des Landes Niedersachsen just zur Grundsicherung, früher Sozialhilfe, gegengeprüft. Es ist dabei zum Ergebnis gekommen, dass dort, also in Niedersachsen, Herr Kollege Schaus, dass dort die Besoldungsgruppe A2, die Besoldungsgruppe A2, ich wiederhole, A2, die wir in Hessen seit vielen Jahren gar nicht mehr haben, dass diese den Mindestabstand zur Grundsicherung nicht mehr wahrt. Ja, das mag sein, meine Damen und Herren. Im Jahr 2016 lag das Grundgehalt der Besoldungsgruppe A2 in Niedersachsen bei rund 25.600 €. In Hessen ist das niedrigste Grundgehalt aus der Besoldungsgruppe A5, meine Damen und Herren. Und im Jahr 2016 lag das Grundgehalt der Besoldungsgruppe A5 in Hessen bei rund 28.900, also gut 3.300 € oben drüber, oberhalb dieser Rechtsprechung. Ich finde, das sollten wir hier zumindest einmal zur Kenntnis genommen haben, damit diese Frage mit dem Existenzminimum hier einmal ausgeräumt ist.
freue mich, dass wir neben der Besoldungserhöhung noch ein paar andere Facetten nicht nur im Tarif für unsere Beschäftigten, sondern auch für unsere Beamtinnen und Beamten haben absichern können. Die Freifahrtregelung ist angesprochen und gewürdigt worden. Auch hierüber freue ich mich. Ich freue mich nicht nur für unser Haus, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das alles mit vorbereitet haben, sondern ich freue mich auch für die Beamtinnen und Beamten, die am Ende in den Genuss auch von einer Freifahrtberechtigung kommen, neben der Besoldungserhöhung. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Arbeit und vielen Dank für die Zustimmung zu dem Gesetz. Danke schön. Vielen Dank. Damit ist die Rednerliste erschöpft. Ich lasse Abstimmungen in dritter Lesung zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2017, 2018 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften. Wer in dritter Lesung diesem Gesetzentwurf zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die CDU und das sind die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die FDP. Und die FDP. Entschuldigung, das heißt auch bei der Masse, die wir gerade sehen. Dann, wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das sind die SPD und DIE LINKE. Damit stelle ich das fest, dass das Gesetz mit Mehrheit der Fraktion von CDU, GRÜNEN ja, und der FDP somit beschlossen ist und bis zum Gesetz erhoben. Danke schön.